so ein schlechtes Design wie jetzt im Leo Sis ist das mal von ihm hauptsächlich gewünscht worden. Der Leo tut schon seit längerem, seit er Familie hat, die Hinterkopfplatte irgendwie seiner Familie überlassen oder teilen von seiner Familie zum Designen. Und tut da regelmässig immer wieder ein paar Sachen liefern, die wir dann probieren, so genau wie möglich übertragen auf Backplate. Das ist eine coole Idee. Ich habe das auch mal gemacht mit meinen Kindern, die sie dürfen, direkt auf mein Backplate zeichnen. Beim Tobias Stefan kommt auf der einen Seite ein Berg drauf, auf der anderen Seite ein Muni mit einem Schweizer Kreuz im Hintergrund und diverse so Icons, die auch einen Teil der Schweizer Kultur repräsentieren sollen, plus natürlich die Schweizer Wappen. Bei Florence war es sicher speziell, weil sie hat Leute gefragt über Facebook, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie ein bisschen um Inputs gebeten hat. Es ist eine Kappe drauf, dann die Schweizer Wappen, die auf jeder Maske drauf sein soll, vorne auf dem Spitz. Plus ein bisschen Berge, ein Zug, eine Gondel, das Numero, versteckt sind ein paar Edelweiss, die man eigentlich nur mehr erkennt, wenn man die Maske in gewissen Licht dreht. Also es sind enorm viele verschiedene Elemente zusammengekommen. Goli, ich weiß nicht, ob er besser spielt mit einer bemalten Maske, aber das Design gehört sicher auch ein bisschen dazu, gerade wenn persönliche Sachen drauf sind. Ich glaube schon, dass das noch ein zusätzlicher Motivationsschub sein kann.